Colombo war schön und gut, aber wir sind in Sri Lanka aus einem einzigen Grund. Und das ist das Surfen. Sri Lanka zählt zu einem der Orte der Welt, an dem man besonders als Beginner richtig gut starten kann, wo aber auch Profis auf ihre Kosten kommen. Wir sind in den Süden des Landes gereist, genauer gesagt in den Südwesten bei Hikaduwa, und hier werde ich meine ersten Surfstunden absolvieren. Sei also dabei und herzlich willkommen zum neuen Video. Was geht ab, alle Sonnenanbeter, Badenixen oder auch einfach Sportbegeisterte? Wie du im Titel und im Thumbnail wahrscheinlich schon entnehmen kannst, geht es heute ums Surfen. Leider ist das Wetter heute nicht so gut, wie du sehen kannst. Der Witz ist, wir standen schon vor 15 Minuten hier und haben uns überlegt, das Intro zu drehen und wollten eigentlich los, da hat es angefangen zu nieseln, weil heute soll es ein bisschen regnerisch werden. Wir sind hier in Sri Lanka, genauer gesagt in Hikaduwa. Und ein Kollege von mir, der schon ein bisschen surft, den werde ich in den kommenden Vlog sehen, kommt in 3 Tagen an. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt mal 2 Surfstunden, einfach um ein bisschen in den Groove reinzukommen. Und wir fahren jetzt einfach mal spontan zur Surfschule, gucken, ob die heute noch Stunden anbieten. Sri Lanka ist auf jeden Fall ein guter Ort zum Surfen. Ich nehme euch heute mit, weil würde ich sagen, nicht lang schnacken und let's go! Hier sieht es wieder richtig schön aus mit den Felsen, mit den ganzen Surfbrettern. So stelle ich mir eigentlich Sri Lanka vor. Jetzt gibt es eine Stunde wahrscheinlich erstmal Einweisung. Ich habe keine Ahnung, wie lang oder ob wir heute ins Wasser gehen oder nicht. Aber ich werde auf jeden Fall danach mir ein Surfbrett ausleihen für eine Stunde. Das kostet $3. Und das Ganze dann morgen nochmal wiederholen. Also morgen nochmal eine Surflesson oder nochmal ein Brett. Und dann soll mir Lucian einfach beibringen, wie das geht. Und dann heißt es einfach üben, üben, üben. Haben wir genug Zeit. Wir fangen jetzt an. Ich denke, hier ein paar Leute ziehen sich jetzt rum. Und dann geht's los. So viel, an was man denken muss. Geil! Und mit meinem hier Surfer Sydney Boy Look. Sehe ich gut aus? Ja, deine Augen sind ziemlich rot. Alter, ich habe so viel Wasser gefressen, so viel Wasser in die Augen bekommen. Kontaktlinsen sind aber noch drin, das ist richtig gut. Das hätte gedacht, die Netz auf jeden Fall raus. Hätte ich auch nicht gedacht. Es war heute anscheinend ein bisschen windig, man soll morgens kommen. Ich habe ihn jetzt gefragt, ob ich jetzt selber aufs Board steige, worauf ich achten muss, weil er hat mir so einen Push gegeben bei jeder Welle. Und er hat gemeint, morgens ist es nicht so windig, dann kann man selber machen. Er hat aber gemeint, es ist noch zu früh, um alleine drauf zu stehen. Ist vielleicht wirklich so, ist vielleicht auch eine Geldmacherei, damit ich mehr Lessons nehme. Aber ich wollte morgen sowieso eine Lesson nehmen. Und dann bringt er mir das Paddeln bei, dass wenn ich alleine bin, sozusagen paddel und mir den Schwung selber hole. Aber Alter, ich persönlich weiß nicht, wie du es findest, aber ich fand für das erste Mal, ich dachte nicht, dass du stehen kannst. Ich hätte gedacht, ich schaffe es nicht einmal, aber ich habe ein paar gute Dinger gesurft. Erstmal ganz ehrlich, dafür erstmal einen Daumen nach oben, dass Selina hier eine Stunde steht und vielleicht ein Video-Footage aufnimmt. Also Schatz, really much love, so eine Freundin müsst ihr erstmal haben. Aber eine Welle habe ich richtig gut gesurft, die hast du nicht aufgenommen. Du warst sogar mit dem Rücken, du hast nicht selber geguckt. Die war so gut und ich so, nein, fuck. Aber egal, wir haben ein paar gute im Kasten. Ich denke morgen auch. Und Leute, das werden die geilsten 3 Monate meines Lebens. Wir surfen die Wellen, leben im Paradies. Leute, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Heute wird es nichts mehr mit dem eigenen Surfen. Deswegen schalte ich morgen wieder ein. Und bis hierhin, danke fürs Einschalten. Und gib Selina und mir gerne einen Daumen nach oben für diesen Einsatz. Peace out. Tag 2.
Ich habe mir jetzt 6 Stunden nochmal extra gebucht, weil ich mir dachte, das ist irgendwie ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und das kann bestimmt nicht schaden. Dementsprechend werden wir jetzt die kommenden Tage surfen und surfen lernen. Jetzt Tag 2, heute lernen wir glaube ich so ein bisschen Paddling auf die Welle drauf. Und ich bin gespannt, es ist viel, viel besseres Wetter. Also die nächsten Tage zeigt auch der Wetterbericht richtig viel Sonnenschein. Es sieht einfach magisch aus. Also guckt euch das mal an, es ist wirklich wahnsinnig schön. Und übrigens hatte Selina eine richtig, richtig geile Idee. Und zwar haben wir lauter Equipment für die GoPro, die wir haben. Und ich habe diesen Bodyschutz vergessen, weil ich kenne diesen Kopfschutz, den wir haben und halt den Stab. Aber das habe ich voll vergessen. Und jetzt kann ich das hier drauf nehmen und dann könnt ihr mich auf dem Surfbrett mit begleiten. Also es wird richtig, richtig geil, Leute. Also nochmal, ein zweites Mal im Video, danke an Selina. Und mal gucken, was hier mit der Cam abgeht. Sollen wir uns ein bisschen aufwärmen. Ich bin mal gespannt, wie ich das mit dem Gym vereine, weil morgens Gym und Surfen ist auf jeden Fall krass, aber ich weiß gar nicht. Es war gestern schon ein bisschen anstrengend, klar, aber ich glaube, das geht. Ich würde sagen, das meiste, was du beanspruchst, sind eigentlich so die Beine. Wenn du so hoch gehst und jetzt eine Muskelkater in den Arm hast, wahrscheinlich auch ein bisschen Kacke. Aber jetzt wärmen wir uns ein bisschen auf und dann geht's wieder ab in die Wellen. Ich freue mich so. Jetzt nicht gleich. Welche Stadt von der? Was er im Endeffekt gesagt hat, ist, dass man das hier halten soll, weil ein paar Camps weiter hat eine, die ist ungefähr so alt wie Selina, jetzt gerade ihren Finger verloren. Wahrscheinlich war der hier drin. Und wenn das Board swappt, dann snappt der Finger. Und dann habt ihr nur noch 9. Deswegen immer schön hier halten. Safety first. Safety first. Better is more waves come, you want it here. Yeah, yeah, exactly. And control. Okay. Alright. Okay, take this one. War es auf jeden Fall ein bisschen anstrengender, irgendwie vom Körper her, manche Wellen. Ich kam nicht richtig hoch, es war anstrengend und war trotzdem eine gute Stunde. Ich denke, ich gehe jetzt nicht direkt Tag für Tag, sondern lasse ein bisschen meinen Körper regenerieren. Ich will ja auch noch ins Gym. Wir sind eh noch 10 Tage hier, ich habe jetzt noch 5 Sessions. Hey, aber für die erste Experience, ich muss sagen, Surfen ist richtig, richtig geil. Also fast so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich meine, der Strand ist schon richtig schön, also wirklich schön. Aber ich glaube, wenn man so an so einem richtig paradiesischen Strand, ich stelle mir da irgendwie so Hawaii vor oder vielleicht noch in Sri Lanka, wer weiß, dann ist es eigentlich die krasseste Outdoor-Experience überhaupt. Und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Die Preise sind auch voll okay. Also ich habe jetzt für eine Session $20 gezahlt. Für die 6 Sessions zahle ich $100. Also insgesamt jetzt $120 für 7 Sessions. Und für, wenn man sich das Brett jetzt zum Beispiel für eine Stunde ausleiht, sind es glaube ich $3 und für den ganzen Tag sind es $10. Ist wahrscheinlich von Surfspot zu Surfspot unterschiedlich, aber ist immer noch voll okay. Und für die Experience kann man nichts sagen. Deswegen checkt's ab, das ist Reef and School. Ich werde es hier gleich nochmal verlinken. Und die Lehrer top, gute Stimmung, guter Strand, machen es richtig stark. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Checkt's ab.
Sri Lanka, Ikaduwa. Peace out.